Wittenberge. Am 30. Juni übergaben Herausgeber Dirk Endisch und Fotograf Frank Müller einen Bildband an Bürgermeister Dr. Oliver Herrmann auf dem Gelände des Lokschuppens. Dampflokomotiven des Bahnwerks Wittenberge, so der Titel, zeigt mit über 100 Schwarz-Weiß- und Farbaufnahmen eine Auswahl der im Bahnwerk Wittenberge stationierten Maschinen. Bürgermeister Dr. Oliver Herrmann, der selbst längere Zeit als Museumsleiter in Wittenberge tätig war, würdigte den Band als wichtige historische Dokumentation und gratulierte den Autoren zu der gelungenen Ausgabe.